beim Kammermusikfestival Allegro Vivo geht es derzeit ganz schön traumhaft zu und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Motto heuer im Stift Altenburg heißt wie im Traum. In über 50 Konzerten werden hauptsächlich Werke von Künstlern der Romantik zu hören sein. Jeder Traum schaut anders aus. Der Traum hier in der Stiftsbibliothek in Altenburg ist üppig und bunt und wird begleitet von Musik von Johann Sebastian Bach. Ich kann mich als Kind erinnern, dass meine Träume, die ich in der Nacht geträumt habe, jene Träume waren, die mich immer haben fliegen lassen. Und dieses Fliegen als Kind, das ist etwas, was ich in der Musik nachempfinde. Ich bewege mich in eine Dimension, in eine Welt, wo die Grenzen des Raumes und der Zeit aufgehoben sind. Hören Sie eigentlich im Traum Musik? Haha, gute Frage. Das weiß ich jetzt gar nicht, so spontan gefragt. Ich habe immer wieder so Konzertsituationen im Traum, die vielleicht oft mit einer Stresssituation verbunden sind, aber bewusst im Traum Musik wäre mir jetzt, also ist mir jetzt nicht aufgefallen, nein. Meine Schwester und ich kennen uns so gut von Kindheit an, dass viele Dinge nicht verbal kommunizierbar sind und dadurch sich einige einfach spannende Momente im Konzert ergeben. Es ist wie mit anderen Kammermusikpartnern natürlich auch. Jeder bereitet seinen Part einzeln und gewissenhaft vor und wenn man dann zusammenkommt, ergibt sich dann dieser magische Moment. Mit der verklärten Nacht von Arnold Schönberg endet das Eröffnungskonzert des 32. Kammermusikfestivals Allegro Vivo, das bis 19. September zahlreiche traumhafte Musikerlebnisse bieten wird.